Also diese Entscheidung müsst ihr selber treffen. Wer seid ihr? Was seid ihr für Menschen? Was lebt ihr euren Kindern vor? Was für Vorbild seid ihr? Was für ein Vorbild bist du? Was lebst du deinem Kind vor? Dass du immer alles gibst und dein Bestes versuchst, auch wenn es mal regnet oder so, oder wenn... Und das ist nonstop so. Bist du im Hier und Jetzt oder bist du irgendwo anders? Und so wird es dein Kind früher oder später machen. Natürlich ist es ein eigener Charakter, aber wie gesagt, den formen wir mit. Das ist so, so entscheidend, dass wir uns das einfach klar wird. Wir formen diesen Charakter, diesen kleinen Menschen mit. Und diese Verantwortung, dieser Verantwortung müssen wir uns stellen und dürfen nicht wegrennen und sagen, okay, ja, die Kindergärtnerin macht das oder der Lehrer, die Lehrerin machen das schon für mich. Nein, 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 nein. Nein. Man kann nicht alles outsourcen. Man kann nicht outsourcen, wie mein Kind erzogen wird. Man kann nicht outsourcen, wie ich dem Kind mein Leben vorlebe. Das kann man nicht machen. Und da gehören diese kleinen Sachen dazu. Die Videos anschauen von mir, werden wissen, dass ich Trainer von der Fußballmannschaft bin. Auch weil ja, mein sportlicher Background, mein Hintergrund ist Fußball. Ich bin aus einer Fußballerfamilie und da war es naheliegend. Ich habe selber Fußball gespielt und jetzt bin ich halt Trainer. Spiele auch noch, aber um das geht es nicht. Gestern habe ich ein Training gehabt und das Interessante dabei war, normal habe ich so, also in meinem Kader, also das heißt die Mannschaft besteht aus 16, 17 Spielern. Gestern waren aber nur 6 auf dem Training. Na, es waren, ja, 6. Ich glaube 8 nachher insgesamt, aber 6 waren wir bei Beginn. Und jetzt ist die Frage, okay, als Trainer möchte man natürlich ein gutes Training machen, dass es auch irgendwas bringt. Und jetzt hätte ich das angehen können, ja locker, und sagen, mein Gott, nur 6 Spieler, was tue ich jetzt? Und ja, macht ja keinen Sinn. Und ja, ihr wisst, hunderte Ausreden. Aber dann, naja. Ich beschäftige mich mit dem Thema, also ich bin ja Personal Coach und das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Weil die Spieler, die da waren, also quasi die Klienten, die ich in dem Moment gehabt habe, denen bin ich ja schuldig eigentlich, dass ich alles gebe, was ich kann als Trainer. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Also ich habe für die 6 Spieler eigentlich so ein Training gemacht, wie wenn es jetzt 20 wären. Und also ich habe für die 6 Spieler... genau das gleiche Training gemacht, was ich jetzt für 20 Spieler gemacht hätte. Und ich war voll dabei, voll engagiert. Weil das wäre sonst eigentlich Betrug. Wieso sollte ich jetzt für 6 Spieler weniger engagiert sein und ein schlechteres Training machen, wie jetzt für 20 Spieler oder 15? Die Anzahl der Spieler ist nicht entscheidend, sondern das Entscheidende ist, wie viel gebe ich von mir in diesem Moment. Auch wenn es nur einer gewesen wäre, einer gekommen wäre. Ja. Vollgas, immer Vollgas, also und ja und nachher, also wenn ich das Training so anschaue, war es richtig super, also alle haben voll mitgemacht und ich habe mittrainiert und es hat richtig Spaß gemacht, also muss ich ehrlich sagen und eben, da gibt es immer diese Wege, die man gehen kann im Leben, wenn du an eine Abzweigung kommst, wie jetzt sowas, ist jetzt keine lebenswichtige Entscheidung, die man trifft. Okay, lass ihn jetzt hängen, mach ich es locker. Ach, egal. Mein Gott, ist doch egal. Sind eh nicht alle da, nicht so wichtig. Oder du sagst nein. Ich habe mich committed, ich bin hier Trainer oder hier Angestellter oder hier habe ich ein Geschäft. Und auch wenn es nicht so läuft oder auch wenn es... Ich kenne das alle, in der Arbeit ein Tag ist, wo vielleicht ja, nicht so läuft oder alles geben. Ich habe das Beispiel jetzt schon mal gebracht, wenn ich einen Kaffee mache, zum Beispiel für irgendjemanden, dann was mache ich für einen Kaffee? Mache ich irgendeinen Kaffee? Oder probiere einen guten Kaffee zu machen. Und das Gleiche, wenn du der Straße entlang läufst, das ist eine Grundsatzentscheidung, die du treffen musst. Wer bist du? Wer bist du? Wenn du die Straße entlangläufst und dann siehst du Müll am Boden, hebst du den Müll auf, wenn jemand schaut, oder hebst du den Müll nur so auf, damit, also grundsätzlich, damit
sauberer ist. Ja, das ist eben so eine Entscheidung, die habe ich gestern treffen dürfen. Und ständig muss man sie ja treffen. Nonstop müssen wir diese Entscheidung treffen. Gib ich alles in dem, was ich tue oder nicht? Und speziell als Eltern natürlich. Die Kinder wissen das ganz genau, wenn wir jetzt mit ihnen spielen oder so. Zum Beispiel, das Kind merkt, spiele ich jetzt mit oder bin ich irgendwie halb bei der Sache oder gar nicht bei der Sache oder bin ich in Gedanken woanders. Und das Paradoxe, was heißt Paradox? Logisch, wenn du mit einem Kind spielst jetzt zum Beispiel, mit deinem Kind, deiner Tochter oder deinem Sohn und du lässt dich voll ein auf das Spiel, machst einfach mit, genau das, was das Kind quasi will, spielen, dann macht dir das Spiel auch viel, viel mehr Spaß. Wenn du ständig in Gedanken woanders bist, dann sagst du, mein Gott, ich habe eigentlich das zu tun, das zu tun, das E-Mail zu beantworten, das muss ich noch schreiben, diesen Kunden muss ich noch anrufen, das muss ich noch planen. Ja, dann ist das Spiel auch so, das Kind merkt das und wird es im Leben dann früher oder später auch so machen. Mein Papa macht das ja auch so. Der ist auch nie voll bei der Sache, ganz bei der Sache. Und wenn Müll am Boden liegt, lauft er auch vorbei. Hebt es auf, wenn es jemand sieht. Wir waren gestern zu 8 insgesamt. Und das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig cool. Und war auch keiner da, der zugeschaut hat. Aber ja. Also diese Entscheidung müsst ihr selber treffen. Wer seid ihr? Was seid ihr für Menschen? Was lebt ihr euren Kindern vor? Was für Vorbild seid ihr? Was für ein Vorbild bist du? Was lebst du deinem Kind vor? Dass du immer alles gibst und dein Bestes versuchst, auch wenn es mal regnet oder so. Oder wenn. Und das ist nonstop so. Bist du hier und jetzt oder bist du irgendwo anders? Und so wird es dein Kind früher oder später machen. Natürlich ist es ein eigener Charakter, aber wie gesagt, den formen wir mit. Das ist so, so entscheidend, dass wir uns das einfach klar wird. Wir formen diesen Charakter, diesen kleinen Menschen mit. Und diese Verantwortung, dieser Verantwortung müssen wir uns stellen und dürfen nicht wegrennen und sagen, okay, ja, die Kindergärtnerin macht das oder der Lehrer, die Lehrerin machen das schon für mich. Nein, 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 nein. Nein. Man kann nicht alles outsourcen. Man kann nicht outsourcen, wie mein Kind erzogen wird. Man kann nicht outsourcen, wie ich dem Kind mein Leben vorlebe. Das kann man nicht machen. Und da gehören diese kleinen Sachen dazu. Klar, meine Tochter hat jetzt gestern zum Beispiel nicht mitbekommen, dass ich nur für 6 Leute ein Training gemacht habe und das engagiert. Aber wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, sie kriegt ja beides nicht mit. Sie ist ja nicht dabei, aber das spiegelt sich nachher in meinem Charakter wieder. Egal, was sie nachher tut, mache ich auch so. Also, und wenn ich einmal das sage, okay, ich nehme es locker und ja, scheiß drauf, dann irgendwo anders mache ich das und dann irgendwo anders, wo sie es dann vielleicht sieht. Zu Hause bei irgendwas. Egal wo. Und das ist nachher der Türöffner quasi auch für unsere Kinder, zum sagen, ja, mein Papa hat das ja auch so gemacht. Ich muss mich doch auch nicht engagieren, wenn es nicht wichtig erscheint. Das heißt, bei nicht wichtigen Sachen, auch da, Vollgas. Ich nehme immer Vollgas, dieses Wort, ja, keine Ahnung, ich habe das aus dem Sport, aber einfach volles Engagement. Auch wenn keiner zuschaut. Auch wenn es nicht wichtig scheint, weil dann hast du diesen Charakter in jedem Bereich deines Lebens. Und um das geht es ja. Und danach wird dein Kind das merken, egal was du tust. Und dann wird dein Kind auch, wenn es irgendwas angeht, wird es auch Vollgas machen, weil sie sagen, okay, meine Eltern machen das so. Und schließlich, ja, wenn die das so machen, dann mache ich das auch so. Ja, that's the way it is. So ist das. Wunderschöner See heute, eiskalt, aber schön. Ja. Wie macht ihr das? Was lebst du deinem Kind vor? Bei unwichtigen Sachen. Fragt euch die Frage, stellt euch diese Frage immer wieder, weil vor allem seid wach hier und sagt, okay, es ist nicht so entscheidend oder so und nicht so eine wichtige Aufgabe und kein Mensch schaut zu, ob ich jetzt da den Sack aufhebe oder dieses Papierchen. Aber ihr macht es trotzdem, weil das wird dir bei anderen Sachen dann auch, so wirst du bei anderen Sachen auch handeln. So ist unser Gehirn, so funktionieren wir, so ist unsere Programmierung.
Und die können wir ständig beeinflussen, sobald wir es wissen. Also wach sein, wake up, bewusst sein, einfach was wir tun. Und als Eltern haben wir eine verdammte Verpflichtung der nächsten Generation gegenüber. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Let's change the world together. Euer Busy Dad.